Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Teilhabe und Inklusion sind originäre Berliner Themen. Das sagen jedenfalls Klaus Wowereit und Frank Henkel auf Seite 6 dieser bunten Broschüre hier, die Berlins Interessensbekundung für Olympia enthält. Da fehlt allerdings eine Bemerkung, aber nur, wenn es nicht zu viel Geld kostet. Denn Berlin kann sich zwar nach Meinung von SPD und CDU eine Olympiabewerbung für 60 Millionen Euro leisten, im Falle des Zuschlags auch durchaus ein paar Milliarden und dabei immer die besondere Bedeutung der Paralympics betonen, aber unter den jetzigen Bedingungen ist es in Berlin noch nicht einmal möglich, die bisherige integrative Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiter erfolgreich fortzuführen. Durch unzureichende personelle und sächliche Rahmenbedingungen können erprobte und bewährte Integrationskonzepte nicht mehr umgesetzt werden. Eine Weiterentwicklung des Unterrichts und der Schulen in Richtung inklusive Schulen ist so nicht möglich. So endete der Brandbrief von Schulleiterinnen und Schulleitern aus Tempelhof-Schöneberg vom 1. Oktober 2014. Deutlich ist, die Stadt Berlin hat sich seit 2011 unter SPD-CDU-Regierung von einer Vorreiterrolle in der Integration und Inklusion verabschiedet. Und das, obwohl wir auf einem wirklich guten Weg waren. Hoch engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in Berliner Schulen zunehmend dem Ziel stellten, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung an ihren Schulen gemeinsam zu bilden und zu erziehen, erreichten großartige Erfolge. Dafür gab es als Rahmenbedingungen zusätzliche Lehrkräftestunden für jede Schülerin und jeden Schüler mit Förderbedarf, die eine intensive Hinwendung zu ihnen, Doppelsteckung und Teilungsunterricht ermöglichten. Den ersten Pionierschulen folgten weitere. Es gab Modellschulen, die zeigten, wie es gehen kann. Nicht zuletzt mit den Inka-Schulen in Marzahn-Hellersdorf und den ISI-Schulen in Steglitz-Zehlendorf. Es gab einen noch unter Rot-Rot erarbeiteten Vorschlag für ein Inklusionskonzept. Wir haben 2011 übereinstimmend festgestellt, dass es überarbeitet werden muss. Dazu wurde von Frau Scheres eine Expertenkommission unter der Leitung von Frau Volkholz gebildet, die uns nach gründlichen Beratungen im Februar 2013 Empfehlungen gaben, die eine gute Grundlage für die Erarbeitung und uns die Chance boten, die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen zu können. Seitdem geht es nicht mehr vorwärts. Stillstand und Blockade traten ein. Der Beschluss des Hauptausschusses vom 6. November 2013, dass die Senatsbildungsverwaltung im Frühjahr 2014 über Eckpunkte der nächsten Abschnitte im Bereich Inklusion entsprechend den Empfehlungen des Beirates und die vorhandenen Modellprojekte zu berichten möge, wurde bis heute nicht erfüllt. Die von Ihnen, Frau Senatorin Scheres, und von Herrn Buchner in der Debatte zur letzten großen Anfrage dieses Hauses verkündete Qualifizierungsoffensive für die rund 1,6 bzw. 1,7 Millionen Euro in 2014 bzw. 2015 im Haushalt eingestellt wurden, kann so offensiv nicht sein, wenn in diesem Jahr 40% davon gar nicht in Anspruch genommen wurden. Und nicht nur das. Seit Jahren müssen wir feststellen, dass sich die Bedingungen für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf immer weiter verschlechtern. Mittlerweile fehlen etwa 300 Sonderpädagoginnen und Pädagogen. Es fehlen Schulhelferinnen und Schulhelfer in der gleichen Größenordnung. Die Anzahl der Förderstunden pro Kind wurde halbiert. Und der sogenannte Dispositionspool entwickelte sich mittlerweile zum Abzugspool, denn die Schulleitungen müssen ihren Kindern und Jugendlichen Stunden wegnehmen, obwohl sie ihnen zustehen, damit andere bedürftige Kinder wenigstens etwas davon abbekommen. Schuld
ist die leidige Deckelung der Haushaltsmittel, und das ist seit Jahren bekannt. Da verdoppelt sich in den letzten 15 Jahren die Anzahl der Schülerinnen und Schüler von rund 5.000 auf 12.000, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Das ist ein Wachstum um 100%. Die Lehrkräftestellen für Integration sind im gleichen Zeitraum nur um 17% gewachsen. In beiden Haushaltsdebatten der Legislatur beantragte die Linksfraktion eine Anpassung an den Bedarf, ohne Erfolg. Hier drängt sich der Gedanke auf, dass erfolgreiche Integration als Wegbereiterin für die Inklusion gar nicht gewollt ist. Wie sich das bei den in den nächsten Jahren bei einem jährlichen Wachstum um 2.000 bis 3.000 Schülerinnen und Schüler auswirken wird, mag ich mir gar nicht vorstellen. Die Linksfraktion unterbreitet deshalb mit ihrem heutigen Dringlichkeitsantrag den Vorschlag, dass die Mittel, um die der Bund das Land Berlin ab Januar 2015 finanziell durch die Übernahme auch der Schüler-BAföG-Mittel in Höhe von über 20 Millionen Euro jährlich entlasten wird, vollständig dafür eingesetzt werden, die schon integrativ und inklusiv arbeitenden Schulen nach ihrem Bedarf mit Personal, Sachmitteln und Räumen auszustatten und die Entwicklung der inklusiven Schule zu finanzieren. Unser sich in der Warteschleife des Bildungsausschusses befindlicher dringlicher Antrag, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung fördern, ohne Wenn und Aber, hat das Problem des vorhin zitierten Brandbriefes Mitte Juni benannt. Bisher ohne Reaktion seitens des Senates oder der Koalition. Will Berlin Akzeptanz unter Schülerinnen und Schülern, Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen für die inklusive Schule erreichen, muss es sofort eine Beendigung der jetzigen Sparpolitik zulasten von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen geben. Unser dringlicher Antrag, Schulhelferinnen für die Berliner Schulen statt Kürzung bedarfsgerechte Ausstattung von Mitte August, wurde gestern im Hauptausschuss vertagt, obwohl zumindest die Bildungspolitikerinnen der Koalition hier Handlungsbedarf erkannt und das Anliegen unterstützt haben. Und selbst die in Aussicht gestellten Mittel werden nicht ausreichen, um die Probleme zu lösen. Die Petitionen, die mich in den letzten Jahren immer wieder erreichten, in denen Eltern für eine Förderung ihrer Kinder kämpfen mussten und wo auch der Petitionsausschuss oftmals erst nach Monaten oder auch nicht in jedem Fall eine Lösung erreichte, zeigen etwas anderes. Und um dem vorzubeugen, dass aus angeblicher Fürsorglichkeit heraus vielleicht hier gesagt wird, wenn schon die Integration nicht klappt, dann lassen wir doch erstmal die Kinder da, wo sie sind, nämlich in den Förderschulen. Das Problem besteht nicht nur in der Regelschule. Gestern erreichte mich der Brief der Eltern eines 8-jährigen Mädchens, das seit dem letzten Jahr die Karl-von-Linné-Schule in Lichtenberg, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, besucht. Sie hat eine spastische Tetraparese, eine Behinderung, durch die sie nicht selbstständig sitzen, stehen, greifen und laufen kann. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen, kann sich nicht allein an- und auskleiden. Sie kann die Toilette nicht allein benutzen, nicht allein essen, kann nur per Augensteuerung einen Computer bedienen. Für sie wurden 20 Schulhelferstunden pro Woche beantragt. Sie bekommt in diesem Jahr 4. Aber ein passender Schulhelfer ist seit August nicht verfügbar. Das ist so unfassbar, dass ich hier eine sofortige Hilfe fordere, ohne Wenn und Aber. Für Sie und für alle zu fördernden Kinder. Wilfried Seiring, mir noch als Leiter des Berliner Schulamtes bekannt, sagte gestern in der Berliner Zeitung: Wenn ein so besonderer Pädagoge wie der Rektor der reformfreudigen Fritz-Kasen-Schule öffentlich darauf hinweist, dass unzulängliche Inklusionsmaßnahmen dazu führen, dass ein Kind noch eine Lern- oder eine Verhaltensstörung dazu bekommt, wenn verantwortungsbewusste Schulleiter mahnen, dass Kinder nicht mehr die Förderung bekommen, die sie benötigen, dann ist eine Entscheidung der zuständigen
unerlässlich. Diese Zuständigen sitzen hier im Saal. Diese Zuständigen sind wir. Ich fordere die Koalition, ich fordere den Senat auf, handeln Sie endlich.